So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Elex. Wir müssen für die Berserker einen weiteren Außenposten finden, der auch gleich hier in der Nähe sein wird, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau, da hinten, diese Satellitenschüssel ist er. So, und da ist das Weltenherz. So, irgendwie voll unbewacht. Ich wusste, dass Tavar kein Ort für ein Weltenherz ist. Aber ich brauch dir wohl nicht erzählen, dass ich in Goliath nur auf taube Ohren gestoßen bin. So, wir speichern mal. Hier gibt's jetzt nämlich gleich Beef. Ich töte dich, du verdammte Schwein. Ja? Versuch doch. So, es gibt hier einen, Bastard. Jetzt geht's auf den... einen Max. Oh. Ja, und Garald. Und Garald war eigentlich für die Berserker. Der ist jetzt tot. Gut. Max ist für die Outlaws. Die Säcke haben ihre Abreibung bekommen. Dich hatte ich allerdings nicht auf der Rechnung. Ihr habt hier ganze Arbeit geleistet. Naja, einfach war es nicht. Diese Berserker können gut einstecken und noch besser austeilen. Zum Glück hat mein kleiner Granatentrick funktioniert. Granatentrick? Ja. Ich habe einem meiner Jungs gesagt, er soll sich das Ding ins Maul schieben, den Splint ziehen und sich auf einen Berserker stürzen. Und das hat er mitgemacht? Ja klar, ich habe den Idioten ja vorher ordentlich mit Stims vollgepumpt. Jetzt kann ich mir auch noch seinen Teil der Belohnung unter den Nagel reißen. Also ein richtiger Arsch. Ja. Toll. Wozu der Angriff auf die Berserker? Die wollen aus unserer schönen Wüste einen Dschungel machen. Aber niemand nimmt sich das Land des Dukes. Tavar soll schön so bleiben, wie es ist. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Jeder, der anders denkt, soll sich verpissen. Und was ist mit den Alps? Du meinst, nur weil sie hier einen Konverter aufgestellt haben, dulden wir sie? Glaub mir, der Duke hat schon genügend Pläne im Keller, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Ja, also stand dran, der Tod von Garald wird die Geschichte verändern. Wir hätten auch Max töten können, dann wäre sein Tod die Geschichte... Also, einer steht bei beiden dran, der Tod wird die Geschichte verändern. Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns jetzt wirklich für Max entscheiden sollen, weil ne, so sympathisch wirkt der jetzt nicht. Also, nee. So. Zück mal den Bogen. Weil im Normalfall... Tötet er den einen den anderen. Tötet der eine den anderen. Schwein. Ach ja? So, also gleich seine Akku ziehen. Oh, und der macht Damage, Mann. Und der quellert auch. Alter, ja, genau, Strahlungsschaden. Au. Was hat er denn? So eine Kettensäge oder was? Eine halbe. Der ist zu stark. Stark, Mann! Bam! Für die Berserker! Oh, jawohl, der springt halt einfach durch. Sprengt er sich da gerade selber? So. Der Tod von Max wird die Geschichte verändern, aber dafür haben wir den Weltenherztypen gerettet. Den Berserker. Ich weiß nicht, ist mir sympathischer. Dieses Ungeziefer hat zu einer Lektion gelernt. Hey, komm, du hättest gegen den verkackt. Meine Axt hat reiche Ernte gehalten. Also komm mir nicht in die Quere, wenn du leben willst. Die sind beide scheiße. Was ist dir vorgefallen? Na was wohl? Die Ratten des Dukes sind hier aufgekreuzt. Haben das Maul zu voll genommen und küssen jetzt den Staub. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, das Gesocks hat es geschafft, unser Weltenherz ernsthaft zu beschädigen. Aber sie haben mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Okay, brauchst du noch was? Brauchst du noch etwas? Fürs Erste ist hier erst einmal Ruhe. Aber wenn der nächste Angriff kommt, bin ich besser gut ausgeruht. Darum brauche ich genügend Zeug, um die Wunden zu versorgen. Will mir keine Infektion holen. Ja, so Outlaw-Infektion. Was hast du nun vor? Ich muss die Stellung halten. Der Schaden ist groß, aber vielleicht kann noch etwas gerettet werden. Mit den richtigen Mitteln könnten unsere Setzer das Schlimmste ungeschehen machen.
Bis es soweit ist, muss ich weitere Angriffe der Outlaws um jeden Preis unterbinden. Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass sie sich so dagegen wehren, dass wir diese Wüste wieder bewohnbar machen. Ey Mann, das sind Gesetzeslose, ey. Ich besorge was für deine Wunden. Ich besorge dir etwas für deine Wunden. Gut. 5 kleine Heiltränke sollten ausreichen. Dann habe ich noch ein wenig in Reserve, wenn es hart auf hart kommt. Oh, wir haben gar keine 5. Ragnar wartet auf seinen Bericht. Dann kümmere dich darum. Du hast ja gesehen, was hier vorgefallen ist. Ohne neue Männer wird hier alles verdorren. Wie viel haben wir? Wir haben 4. Gut, mit Glück liegt hier jetzt in der Hütte auch noch einer. Zahnaxt 1. Die können wir aber noch nicht tragen, weil wir sind zu schwach. So, Klopapier, Mana, eine Truhe. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Was? Auch nicht. Da müssen wir ganz nach hinten. Shit. So. Alles klar. Zu einfach. Puh. Kleiner Heiltrank. Nö, Flatterhose und geiles, sanftes Klopapier. Schlafsäcke. Da liegt ein Amulett. Warte, komm, wir pennen mal bis Mittag. Und shit, hier liegt kein weiterer Heiltrank. Das ist jetzt blöd. Na, hier können wir noch alles gar nicht ausrüsten. Nur das Beil. Haben wir das ausgerüstet? Wir haben das Beil gar nicht ausgerüstet. Ach scheiße. Da, das ist viel stärker. Okay, egal. Beil ausgerüstet. Jetzt ist die... Ich glaube, ich setze mir die Heiltränke. Heiltränke nach ganz vorne. 6. Sinn. Also Gegner. Flatterhose ist kacke. Amulett des Wilderers Tierfreund überleben. Wo sind denn meine geilen Heiltrank? Hier. Quickslot Nummer 4. Irgendwo müssen wir halt noch einen kleinen finden. Hat einer von denen vielleicht noch? Shit. Nur eine Axt. Eine Öllampe. Ach fuck, genau, jetzt fehlt ein Heiltrank. Das ist blöd. Okay, keine Ahnung, was das da für ein Gebäude ist. Das kenne ich gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall... hier hin. Warte, ich glaube bei Max war's. Ray. Steht da oben. Ja, da gehen wir mal hin. Für so einen nächsten Teleporter. Oh, da habe ich was angelockt. Oh. Einfach durchrennen. Okay, da hinten ist so eine Art Kuppel. Gehört dann auch wahrscheinlich zu den Outlaws. Habe ich Duras jetzt da stehen lassen? Ach, der wird schon klarkommen. Ja, der rennt. Na, Duras. Jawohl. Er packt es. Festratte. Komm, die können wir killen. Du machst da gar nichts platt, Manduras. Das hängt eh wieder an uns. So, nächster Fuzzi, Nee. Da habe ich noch keine Lust drauf. Nee. So, also das hier ist der Outlaw-Posten, unsere zweite Stadt, die wir besucht haben. Da ist auch Ray, unser Boy. Na? Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir?
Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Ja, was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Vor einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt, Wyatt. Und du bleibst in der Nähe. Sicher, Wyatt. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Warte. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen du wir Du bist der Probleme, mit dem Kopfgeld, also nicht wir. Wollt's nur sagen. Wieso kommt jetzt Kampfmusik? Hä, wieso ist da jetzt Kampfmusik? Ach lol, Spinnen. Ich muss dazu sagen, Fleischgrille. Ich bin noch nie über den Weg ins in Dings reingegangen. Nein! Sehen wir hier nicht gerne. Steckt gut. War das knapp. Fleischgrille. Geil. Das sind auch anscheinend keine Lebewesen. Zumindest haben sie da nicht drin. Bullet und Lucy. Gut, hi. Hast du was zu sagen? Sieh einer an. Ein Frischling. Du hast ja hier einfach so herumzulaufen. Wenn du nicht aufpasst, endest du ganz schnell als Monsterfutter. Du hast Glück, dass wir die Viecher hier so schnell erledigen konnten. Mal sehen, ob wir das nächste Mal immer noch so glimpflich davon kommen. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Bullet. Mehr braucht dich nicht zu kümmern. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir sind dafür zuständig, die Biester vom Vor fernzuhalten. So, dass alle dort drinnen in Ruhe schlafen können. Na, du bist nicht so gesprächig, ne? Du redest wohl nicht viel. Nein. Hier draußen musst du immer wachsam bleiben. Der Konverter ist hier ganz in der Nähe. Und die Monsterangriffe hören auch nicht auf. Reden lenkt ab. Und wer abgelenkt ist, stirbt. Und du? Du willst ins Vor? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Geh zu William und sag ihm, dass wir hier Verstärkung brauchen. Er befindet sich meistens an der Brücke unten Richtung Schrottviertel. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch ohne Verstärkung aushalten. Sorg dafür, dass er so viele Männer schickt wie möglich. Ich habe keine Lust, von diesen Biestern gefressen zu werden. Ja, was sind das denn für die Biester? Was die haben gar kein Leben in sich. Angreifen? Ich habe keine Ahnung. Aber hast du die Maschinenteile in ihren Körpern gesehen? Das erklärt's. Normale Tiere sind das nicht, so viel ich weiß. Und sie sind mir alle mal lieber, als wenn Alps das Lager angreifen würden. Alles klar. Hat Lucy noch was zu sagen? Bist du unsere Verstärkung? Na klar, Mann. Nein. Nein. Oh, du siehst auch nicht so aus, hätte ich mir eigentlich denken können. Aber ich darf ja wohl noch hoffen, oder? Ja. Werdet ihr hier häufig angegriffen? Wonach sieht es denn aus? Und du bist hier die Wache. Ich bin einfach niemand, der es sehr lange am Herd aushält. Wenn du darauf anspielen wolltest, dass ich eine Frau bin. Ja, Sexismus. Ja, eine Frau gehört nicht in den... Ja, eine Frau gehört nicht in den Kampf. Mit deinen antiquierten Ansichten kannst du hier nach Hause gehen, Freundchen. Es gibt kein Kältehoch. Ich bin stärker als die meisten Männer im Fort. Oh. Also behalt deine dummen Sprüche für dich. Oh, ich wollte eigentlich nur die Kälte hochsteigern. Ich wollte jetzt nicht sexistisch sein. Bist... Ja. Ja. Wirklich? Eigentlich siehst du gar nicht so aus. Aber gut, dann stell dich einfach hier zu mir und behalte die Umgebung im Auge. Dein Leben findet ab jetzt hier statt. Du wirst hier essen, du wirst hier schlafen und du wirst hier pinkeln. Für immer. Und nicht deinen Posten verlassen, klar? Sonst bist du direkt wieder gefeuert. Wir brauchen hier niemanden, auf den wir uns nicht verlassen können. Alles klar? Klar. Warte, dann nochmal der zweite Text. Nein, ich wollte nur wissen, ob du das hier freiwillig machst. Ach so. Im Gegensatz zu den meisten hier mache ich das tatsächlich freiwillig. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie mein Vater eine Horde Straßendiebe mit seiner Knarre weggepustet hat. Seitdem wollte ich immer werden wie er. Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir, was ich tue. Halt die ab. Okay, was, wenn wir jetzt weggehen? Okay. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land?
Wenn du dich im Vorfrei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. Och, Mann. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Kriegen wir für die Summe wenigstens was geboten? Nein, aber ich kann dir auch auf die Schnauze hauen, wenn dir danach ist. Aha, der traut sich vielleicht was. Komm, bezahl den Mann. Ich habe dich schon bezahlt. Ja, wir können keine Suggestion. Ah, gut, komm, bezahlen wir. Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Cool, Spike-Gefels, alles klar. Gib mir einen groben Überblick über das Vor. Was willst du von mir? Einen Überblick. Du sollst mir sagen, was ich über das Vor wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Vor in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Ja, das reicht eigentlich. Das reicht, danke. Ja, ja, du mich auch. Wie denkst du über das Elex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Wenn das Klerikerpack oder die Berserker denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex, dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Sympathisierst du mit den Alps? Was? Wie kommst du denn darauf? Am liebsten würde ich sie beim Kopf packen und im Sand ersticken. Ich ziele auf etwas anderes ab. Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Ich sehe nur den Profit, den er ich aus ist mehr Alp als kann. Wir. Mehr nicht. So, ich liebe das Wort Arschgeigen. Dann würde ich sagen, war es das für den Part. Ich gehe zurück ins Berserkerlager, kaufe einen kleinen Heiltrank. Und dann latsche ich zu der einen Stelle hier, zu dem Turm, um dem Typen im nächsten Part an die 5 Heiltränke zu geben. Also einmal kurz, ich gehe offscreen den Heiltrank kaufen. Wir sehen uns im nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.